Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer US-Vorbörsensendung. Wir schauen natürlich gleich auf den amerikanischen Leitindex, auf den Dow Jones. Gestern hat er ein paar kleine Verluste eingefahren. Heute sieht es so aus, als ob er da noch ein bisschen was Negatives draufpackt. Und wir blicken auf den ein oder anderen Einzelwert. Disney haben wir beispielsweise am Start, aber vorher wollen wir uns dem deutschen Markt widmen. Und deswegen blicken wir jetzt an die Börse Frankfurt zu unserem Korrespondenten Patrick DeWayne. Hallo Patrick. Ja, der DAX ist heute ja schon unter der 12.200-Punkte-Marke schon in den Handel gestartet. Und seitdem gab es auch, glaube ich, nur eine Richtung, die nach unten, oder? Ja, es gibt hier kräftig auf die Mütze, lieber Marco. Und die Anleger sehen die ganzen politischen Entwicklungen zwischen Donald Trump und Kim Jong-un von seitens Nordkorea nicht so rosarot, wie mein Hemd heute ist. Ich habe mir alle Mühe gegeben, das positiv zu beeinflussen. Aber auch ich werde das heute nicht in den positiven Bereich drehen. -1,5% stehen knapp zu Buche beim DAX. Und wir waren schon wieder bei der 12.100, also am unteren Ende der Trading Range, die sich ja aktuell in diesem Seitwärtsmarkt bei 12.1 bis 12.300 Punkte befindet. Dann haben wir heute Morgen Zahlen gesehen von Munich Re und von E.ON. Munich Re, die haben zwar geringere Gewinne vermeldet als von den meisten Marktteilnehmern erwartet worden, aber tatsächlich dann doch ist die ganze Sache noch mal glimpflich ausgegangen. Deswegen ging es für Munich Re nicht ganz so tief nach unten, wie das bei der Swiss Re letzte Woche der Fall gewesen ist. Bei E.ON, die haben ja gestern schon gesagt, sie wollen für 2017 eine Dividende zahlen von 30 Cent, sind die Zahlen insgesamt gut angekommen, aber die Aktie hat auch in den vergangenen Tagen gut zugelegt und dementsprechend sehen wir heute eher mal Gewinnmitnahmen, die Aktie auf der Verliererseite. Insgesamt ist es so, dass wir heute Nachmittag noch Konjunktur Daten sehen. Zum einen sind es da die Berichte von dem Energieministerium in Sachen Öl und die Produktivität und die Lagerbestände werden noch abgefragt. Die bewegen auf jeden Fall mal die Kurse. Vorhin waren es noch die Zahlen von Lufthansa, die auch für den abgelaufenen Monat gut angekommen sind. Vielen Dank nach Frankfurt, Patrick. So, da sehen wir schon den Dow Jones, auf den kommen wir, wie ich eingangs erwähnte, jetzt zu sprechen. Gestern, da hat er noch ein neues Rekordhoch erzielen können im Tagesverlauf. Das war das 10. Mal in Folge, also an 10 Tagen in Folge konnte er ein neues Rekordhoch markieren. Er ist dann aber schon mit einem Minus aus dem Handel gegangen, 0,15%, also gestern leichte Verluste eingefahren. Auch heute wird er jetzt im negativen Bereich erwartet. Noch scheint die 22.000-Punkte-Marke zu halten, also wird er erwartet, wieder ein kleines Minus von 0,2%. Dürfte da anstehen. Wir haben ja die Problemfaktoren gerade schon von Patrick DeWayne gehört. Der Aufwärtstrend ist natürlich nach wie vor intakt. Da müssen wir uns also noch keine Sorgen machen. Und das Minus, wie wir auch sehen, wenn es so bleiben sollte, ist ja auch wirklich marginal. Und nach diesen 10 Gewinntagen in Folge, da ist ein kleiner Rücksetzer, glaube ich, auch zu verkraften. Wir schauen auf ein paar Einzelwerte. Auf Disney wollen wir zunächst zu sprechen kommen. Und da kann man nicht von einem kleinen Rücksetzer sprechen. Naja, noch, aber es geht immerhin 4,55% nach unten. Also so klein ist das Ganze nicht mehr. Vor allem, wenn man sich die Entwicklung der letzten Monate ansieht, da ging es schon wirklich kontinuierlich bergab. Gestern gab es Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Die sind ja gemischt ausgefallen, Tendenz eher negativ. Der Gewinn, der sank um 9% auf 2,4 Milliarden Dollar. Der Umsatz vielleicht auf 14,2 Milliarden. Man hat aber was recht Spannendes angekündigt. Man will jetzt auch eine Streaming-Marktoffensive starten, einen eigenen Streaming-Dienst an den Start bringen. 2018, nächstes Jahr, wird erstmal der Sportsender ESPN einen eigenen Kanal bekommen oder eine eigene Plattform bekommen. Und dann soll im Jahr 2019 dann auch ein eigener Streaming-Dienst für die Disney-Filme und Serien starten. Netflix deshalb mir schon rausgerutscht, weil natürlich bislang hat Disney mit Netflix zusammengearbeitet, gerade was die Filme und Serien anbelangt. Aber diesen Exklusiv-Deal, den man da hatte, den will man dann, wenn man eben selber ins Streaming-Dienstgeschäft einsteigt, auflösen. Was wiederum bei Netflix bzw. der Netflix-Aktie nicht allzu gut ankommt. Aber noch ein kurzes Wort zu Disney. Das Ziel für die Aktie 130 Euro, da notiert sie im Moment. Da notiert sie natürlich nicht im Moment. Da könnte sie hingehen, laut der Empfehlung von der Aktionär. Bei 86 notiert sie. Und wenn sie den Stopp setzen möchten, ja, dann müssen sie schnell sein, weil der liegt bei 85 Euro, also knapp unter dem aktuellen Niveau der Aktie. Wir schauen jetzt eben kurz auf Netflix. Ich habe es ja erwähnt, der Exklusivdeal mit Disney wird aufgelöst. Das erfreut die Anleger hier natürlich nicht. Wir sehen die Aktie recht deutlich im Minus, auch 4,5% knapp geht es bergab. Man wird nicht mehr mit Disney zusammenarbeiten. Das heißt, diese ganzen Marvel-Serien, die da sehr gut ankommen, offenbar bei Netflix, wird es dann irgendwann in Zukunft nicht mehr geben. Und auch die Disney-Filme werden wahrscheinlich aus dem Portfolio von Netflix verschwinden. Man hat aber ja seinen eigenen Comic-Verlag jetzt schon übernommen, Miller World, und wird dann wahrscheinlich, das ist doch abzusehen, die Comics aus dem Hause Miller World dann auch in Serien und Filme packen wahrscheinlich und dann damit versuchen, die Zuschauer zu begeistern. Gestern habe ich mich, muss ich mich nochmal verbessern, hier
ein bisschen vertan oder habe was Falsches aufgeschrieben. 109 Euro habe ich behauptet, da sei das Kursziel von der Aktionär. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn, nachdem die Aktie hier notiert. 190 Euro natürlich, also hier der Zahlendreher gestern passiert. 107 Euro, das hat aber gestimmt. Da können Sie den Stopp setzen, wenn Sie mögen, wenn Sie in Netflix investieren möchten. Schauen wir kurz mal nach China, auf Weibo, denn Weibo hat Zahlen fürs vergangene Quartal vorgelegt, fürs zweite Quartal. Der Gewinn je Aktie, der lag über den Erwartungen, denn es wurden 36 Cent erwartet. Schlussendlich wurden es 38 Cent und auch der Umsatz lag darüber, 250 Millionen Dollar, die Erwartung 253,4. Da lag schlussendlich der Umsatz. Auch Weibo ist eine laufende Empfehlung von der Aktionär. Hier liegt das Ziel bei 90 Euro und Stopp, auch den will ich Ihnen nicht vorenthalten, bei 49 Euro, also auf diesem Niveau hier. Zuletzt schauen wir noch auf Apple, denn Apple hat es gestern mal wieder geschafft, ein neues Rekordhoch in Dollar wohlgemerkt zu markieren, bei 161,83 Dollar. Auf Euro-Basis ist das Ganze noch nicht gelungen, da haben wir dieses Niveau noch nicht ganz wieder erreicht. 135, das Hoch lag aber bei 143,30 Euro. Es gibt aktuell ja auch sehr viel Spekulationen rund ums iPhone 8. Es soll pünktlich quasi im September noch, also in diesem Quartal, erscheinen. Es dürfte auch um einiges teurer werden als all die Vorgänger, die es bisher gab, was am OLED-Display liegen dürfte, der das eben auch erwartet wird. Es gibt hier noch keine konkreten Ansagen, aber doch diverse Spekulationen. Außerdem wird erwartet, dass die Entsperrung des Telefons über eine Gesichtserkennung durch die Kamera erfolgen wird oder könnte, und das kabellose Laden, das dürfte auch eins der Feature des iPhone 8 sein. Außerdem Apple mittlerweile das wertvollste Unternehmen der Welt. 833 Milliarden Dollar ist Apple schwer und demnach ist es nicht mehr allzu weit. Apple könnte es tatsächlich schaffen, als erste börsennotierte Firma weltweit überhaupt eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar zu erreichen. Noch ist es nicht so weit, aber der Weg ist auch nicht mehr allzu weit. Das war's für den heutigen Tag. Jetzt wissen Sie, was heute noch auf Sie zukommt, beziehungsweise was an Zahlen vorgelegt wurde von den diversen Unternehmen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Bis dahin.